13 Mann kämpfen im Bantamgewicht. Curiel von den Niederländischen Antillen mit 92,5 Kilogramm drücken. Es folgt der Engländer Mackenzie mit 102,5 Kilogramm. Der Japaner Ono kommt nur mit Mühe über die Distanz. Erst der letzte Versuch mit 102,5 Kilogramm wird anerkannt. Zwölfeinhalb Kilogramm für den Japaner Ando. Der Ungar Imre Földi hat 120 Kilogramm als Anfangsgewicht gewählt. Ungültig. Weltmeister Nasiri hatte bei 115 Kilogramm mit einem gültigen Versuch begonnen und steigert nun auf 120 Kilogramm. Ungültig. Földi tritt zur Wiederholung an. Und diesmal hat er die Kampfrichter auf seiner Seite. Mit einer Serie von ungültigen Versuchen wird der erste Durchgang des olympischen Dreikampfes abgeschlossen. Nasiri 120 Kilogramm. Der Puerto Ricaner Baez 122,5 Kilogramm. Földi 125 Kilogramm. Das beidarmige Reißen wurde ein Polterabend. Von den 39 Versuchen der 13 Athleten waren nicht weniger als 20 ungültig. Baez 95 Kilogramm und anschließend Földi 100 Kilogramm. Nasiri gleichfalls mit 100 Kilogramm. Der Bulgare Kirov.
Der Pole Trepitzky mit 102,5 Kilogramm. Mit einem späteren Versuch bewältigte Trepitzky 107,5 Kilogramm und war mit dieser Marke der erfolgreichste Athlet. ...105 Kilogramm für Völdi. Nasiri. Folgt der Japaner Ando. Wiederholung von Völdi. Letzter Versuch von Ando aus Japan. Und schließlich erprobt auch der Japaner Ono seine Kräfte an 105 Kilogramm. Beim Stoßen des Bantamgewichts erzielt der Portoricaner Baez mit 130 Kilogramm den ersten und letzten gültigen Versuch. Im Dreikampf erreicht er 335 Kilogramm und wird Fünfter. Erster Versuch des Japaners Ando mit 130 Kilogramm. Der Ungar Völdi startet seine Stoßserie mit 132,5 Kilogramm. Der Japaner Ono hat im ersten Versuch 125 Kilogramm bewältigt und setzt seine Arbeit mit zwei Fehlversuchen auf 132,5 Kilogramm fort. ...135 Kilogramm für Trepitzky aus Polen. We'll be right back.
Mit 137,5 Kilogramm schraubt Völdi seine Dreikampfmarke auf 362,5 Kilogramm. Es folgt der zweite Versuch von Trebitzky mit 140 Kilogramm. Der Pole hat bisher 357,5 Kilogramm aufzuweisen und könnte mit einem gültigen Versuch durch das leichtere Körpergewicht den ersten Platz übernehmen. Es folgt der letzte Versuch von Völdi. Noch einmal setzt Trebitzky seine Kraft für den Titel ein. Vergeblich. Der persische Weltmeister Nassiri beginnt mit 142,5 Kilogramm, obwohl er mit diesem Gewicht nicht gewinnen kann. Ein gültiger Versuch würde ihm nur 357,5 Kilogramm bringen, während sein Rivale Völdi mit 362,5 Kilogramm abgeschlossen hat. 357,5 Kilogramm hat überdies auch Trebitzky erreicht. Nassiri kann die Last nicht bewältigen. Und auch der Japaner Ando scheitert an der 142,5 Kilogramm schweren Hantel. Nassiri verzichtet auf die Wiederholung und steigert im zweiten Versuch auf 147,5 Kilogramm. Damit wird er Weltmeister im Stoßen und er ringt mit 362,5 Kilogramm durch das leichtere Körpergewicht auch den Titel der Dreikampfwertung. Nassiri war Olympiasieger 1968 und Weltmeister 1969. Nach der durchgeführten Dopingkontrolle kann Nassiri die Goldmedaille behalten. Doch der Ungar Völdi und der Pole Trebitzky werden wegen Dopings disqualifiziert. Zweiter im Bantamgewicht wird der Japaner Ando, dritter der Puerto Ricaner Paez.